And I would love to welcome on stage Dr. Kopf. Vor nicht allzu langer Zeit lebte Miguelito im Land, wo Milch und Honig fließen. Oft lag er im Gras, lauschte dem Vogelgezwitscher und schaute den Bäumen beim Wachsen zu. Seine Wünsche wurden ihm von den Lippen abgelesen. Und schon bald besaß er alles, was er benötigte. Ja, sogar alles, was er begehrte. Eines Tages besuchte ihn die Fee Lolita und schenkte ihm einen Lolli. Doch so sehr er den Mund auch aufsperrte, der Lolli passte nicht rein. Schon musste er den Lolli gegen die Wespen verteidigen. Und weil er keine Möglichkeit fand, den Lolli irgendwo hinzulegen, ohne dass Staub und Schmutz an ihm haften blieben, raubte er ihm sogar den Schlaf. Erschöpft wünschte sich Miguelito sein einfaches Leben zurück. Er sehnte sich nach der Leichtigkeit von damals, als er im Gras lag, dem Vogelgezwitscher lauschte und den Bäumen beim Wachsen zuschaute. Wenn dieser Lolli für die jährlichen Treibhausgasemissionen von 14 Tonnen pro Kopf in der Schweiz entspricht, dann steht dieser Lolli für die 600 Kilo, welche unser Planet verkraften würde. Das ist 23 Mal zu viel. Darum denke ich, es ist Zeit, über Suffizienz zu reden. Suffizienz als eine heute schon für alle zugängliche und für unsere Zukunft zentrale Strategie. Was und wie viel brauchen wir wirklich für ein gutes Leben? Hast du dir heute schon mal überlegt, was du nicht tun möchtest? Worauf könntest du morgen problemlos verzichten? Ja, wie wenig ist genug? Angetrieben von dieser Frage werde ich im nächsten Jahr auf Reise gehen. 100 Tage unterwegs, mit Fahrrad und Gitarre auf der Suche nach Geschichten vom einfachen Leben. Gleichzeitig auch auf der Suche nach passenden künstlerischen Formaten, um Perspektiven aufzuzeigen und möglichst viele Menschen zur konkreten Handlung zu inspirieren. Wenn ein Mensch nach der Begegnung mit Dr. Kopf für ein Jahr zum Vegetarier wird, und 200 Grillitarier für ein einziges Mal auf ihr Steak verzichten, sind die ersten 1000 Kilo CO2 gespart. Eine Influencerin aus Zürich postet die Schlafzimmertür statt das Brandenburger Tor und spart die nächste Tonne CO2. 100 Jugendliche kaufen ein T-Shirt nicht und 30 schenken einem Handy ein zweites Leben. 3 Familien senken die Zimmertemperatur im Winter um 1 Grad und 2 Familien genießen Urlaub am Öschinensee statt am Mittelmeer und sparen sich so den Flug und senken nebenbei die Zimmertemperatur im Sommer um etwa 5 Grad. Ein Minimalist isst Stocki bei Susi statt Sushi in Tokio und 5 Couch-Potatoes lassen sich von mir anstecken und fahren einen Sommer lang mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit. Mit den Erfahrungen und Geschichten der Tour kreiere ich ein interaktives Bühnenprogramm und veröffentliche ein Buch mit ermutigenden Porträts. Damit lege ich den Grundstein für mein langfristiges künstlerisches Engagement als Dr. Kopf. Und wer mich kennt, wird bestätigen, dies ist eine Herzensangelegenheit. Seit ich als Miguelito auf Bäume kletterte und den Lollis beim Wachsen zuschaue. Dankeschön. Thank you so much, Dr. Hopp. Thank you. And I'm sure there'll be many questions. So hand over to the jury.